Ja, wir üben Blätter bis zum Umfallen, wir üben Stängel bis zum Umfallen. Und dann, also wenn die ganzen Bausteine, wenn wir die einzeln geübt haben, dann setzen wir das ganze Kerlchen zusammen. Wir machen Farbmischübungen, die Farbmischübungen, die man braucht für dieses Bild. Und wenn Sie das alles haben, ist das alles kein Hexenwerk mehr. Und dann sind auch Beginner. Für die ist es auch kein Hexenwerk dann mehr. Die sagen ja, warum habe ich das nicht längst begonnen, wenn man weiß, wie man es benutzt. Und dazu, es ist wichtig, dass man Anleitung bekommt. Wie gesagt, die Schubladen gefüllt werden und dass man im richtigen Moment die richtige Schublade füllen kann. Ohne Technik, ohne Komposition vorher baut man Mist. Manchmal brauche ich, wenn ich irgendwo in der Landschaft bin, in der Schweiz, irgendwo in den Bergen und ich bin in einer neuen Landschaft, brauche ich manchmal länger für die Komposition, als dann für das Bild selber. Wer keine Komposition hat, hat Professor Mader gesagt, dem schlackern jetzt die Öhrchen, baut Mist. Nur wenn man genaues Konzept hat, kann man wirklich, und wenn man dann das Handwerkszeug dazu passend hat, dann kann man das umsetzen und dann macht es so Spaß, dass man süchtig wird. Das ist das Schlimme. Ich weiß noch, auch bei dem Wolkenkurs, wo Siegfried da war bei mir, ich habe gesagt, das ist so schlimm, weil wenn man dann nach Hause fährt, man kann nicht mehr auf die Straße gucken, oh, man guckt nur noch am Himmel, wie würde ich das umsetzen, wie würde ich jenes umsetzen. Es ist was Bezauberndes. Aber es wird auch nicht jedes Bild. Man muss einfach davon Abschied nehmen, dass jedes Bild, was man auch im Kurs jetzt beginnt, ein Ausstellungsstück wird. Sondern dass man einfach sich langsam darauf hinarbeitet. Auch Professor Mader zum Beispiel sagt auch, jedes zehnte Bild wird ein Ausstellungsbild, was sich lohnt. Und Robert Schumann, dieser Komponist, hat zum Beispiel gesagt, Licht senden in die Tiefen des menschlichen Herzens ist des Künstlers Beruf, auch des Aquarellisten Beruf. Und wenn man an einem Bild so vorbeischleicht, so gar nicht so richtig hingucken will, dann ist es noch nicht gut. Da muss man halt ein neues beginnen oder das Bild versuchen, wieder umzuformen. Also keine Kompromisse machen, sondern dass die Leute, die euer Bild betrachten, auch dran Freude haben und sagen, boah, das ist es. Und es ist in meiner ganzen Mahlzeit, eigentlich sind vielleicht 10 Bilder, wo ich sage, die sind es wirklich. Es manchmal entsteht sowas, wie Siegfried vorhin bei jemandem erzählte, bei dir, dass da so plötzlich mal so ein Hammer entsteht. Und es entsteht eigentlich aus einer Ebene, es hat gemalt. Ich habe manchmal dann das Gefühl, wir haben gar nicht selber gemalt. Es hat irgendwie, es hat alles gestimmt, es hat die Umgebung gestimmt. Bilder, auch besonders Aquarelle, sind Psychogramme. Man sieht, ob jemand traurig ist, man darf ja traurig sein, das ist ja nichts Negatives, oder ob er sich wohlfühlt, Bilder sind Psychogramme. Aber jetzt habe ich so viel geschwätzt. Also, Sie hören meinen schwäbischen Akzent, gell? Ja. Und also, was mir ganz wichtig ist beim Aquarell, dass wir Aquarell malen, Wasser und nicht Trockenquell. Sehr viele malen Trockenquell. Aber wer bei Siegfried war, hat ja gesehen, dass ich ein ihr wisst, was ich meine. Ja, danke. Dass man einfach, und deswegen, ich habe mich gerade noch schnell umgezogen. Wer bei mir im rosa Kaschmir-Pullöverchen kommt, ich finde es zauberhaft. Aber ich sage, du, das ist gefährlich. Deswegen bin ich meistens schwarz, nicht weil ich in Trauer bin, weil es einfach praktisch ist. Manchmal sabbert die Farbe und ich habe Spritzer im Gesicht. Und das ist einfach, dass man hemmungslos arbeiten kann. Die Technik eigentlich im Groben gesagt ist, wir malen was Ordentliches, ich werde es gleich demonstrieren. Ganz ordentlich, ganz brav. Und dann machen wir Sauerei. Und dann muss es aber trocknen, die Sauerei.
Sauerei sagt man hier vielleicht nicht. Ein Schwarm ist das nichts Schlimmes, ja? Also wir machen Sauerei. Boden kann man ja wissen. Und dann muss es trocknen. Und dann können wir wieder sortieren. Und zwar hauptsächlich dann mit Negativformen. Wir haben die Sauerei, ich demonstriere es gleich. Wir malen ordentlich, zum Beispiel eine Mohnblüte, lassen die trocknen etwas, spritzen, das ist mein Hauptpinsel übrigens. Mehr brauche ich fast gar nicht. Wenn Sie denken, Sie sind hier im Malkurs, nein, es ist ein Aquarellkurs. Also das ist mein Hauptpinsel. Gell? Wir malen Wasser, mit viel Wasser. Und dann spritzt man die Farbe weg und dann gibt es Sauerei auf dem Bild. Und dann fließt vielleicht das Rot in das Grün rein. Oh, und das ist so schön, wie sich das dann verbindet. Aber was passiert, wenn Sie Rot mit, wo ist es denn, die meine Farbkarte, was passiert? Da. Was passiert, wenn zum Beispiel, wenn ich Mohnblüten habe, rote Blüte und ein Grün. Was gibt es, wenn das sich verbindet? Braun, grau. Und zwar, ich habe 17 Jahre gemalt und wusste das nicht, dass immer die Komplementärfarben, hier, dass immer die Komplementärfarben, also rot mit grün, einen Grauton gibt. Also das fand ich so, das wie Schuppen vor den Augen, wenn Sie blau mit dem Gelb mischen, gibt es ein grünliches Grau. Und das tollste Grau gibt es, das schwäbische Grau. Wenn Sie den Farbkasten putzen, dann haben Sie nämlich alle Farben, die Sie im Bild verwendet haben, haben Sie dann als Schattenfarbe. Sie müssen nicht lila, die Schatten alle. Gibt es doch das blöde Gedicht und die ganzen Bäume hatten dunkelviolette Schatten. Das kann man mal machen. Das ist toll. Schmemo macht es fantastisch mit deiner Farbe. Aber in meinen Bildern wäre das meistens ein bisschen unpassend. Da mache ich das schwäbische Grau. Dann wirklich alle Farben, die ich benutzt habe hier drin, die mische ich dann und dann habe ich ein wunderbares Grau. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, dass immer die Komplementärfarben immer ein Grau geben. Und deswegen, wenn ich die Mohnblüte anspritze, die Stängel dann anspritze, dann gibt es ein Grau-Grün. Also eine wunderbare Hintergrundfarbe. Wieder Professor Mader sagte, nicht additiv malen. Wisst ihr das? Baumi, 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 Hausi, Hausi, Hausi. Sondern, dass es wirklich verzahnt wird, das ganze Aquarell. Das ist nicht so einzeln. Und durch dieses Wegspritzen gibt es natürlich automatisch eine Verzahnung. Oder wenn man zum Beispiel einen Gartenzaun hat, dann den nicht am Haus, sondern übers Haus leicht hinweggeben. Also dass es immer verzahnt wird, dass es nicht additiv ist. Versteht ihr das, was ich sagen will? Ja? Also eigentlich bräuchte man länger und so. Kennt ihr das Bild? Das ist sowas Schönes. Schaut mal, die Kleine, das ist ein Künstler. Die spinnt immer ein bisschen. Gell? Und so fühlt man sich manchmal so ein bisschen als Aquarellist. Das sind alles anständige Berufe. Und das hier ist manchmal, aber es ist beglückend, wenn man dann auch schöne Bilder gemalt hat. Es ist ein Glücksgefühl. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann nach unten gerannt bin ins Wohnzimmer und mein Bild anschauen wollte. Und da war gar keins. Ich habe es geträumt. Gell? Also es geht bis in den Traum hinein. Okay, ich will gleich mal Ihnen zeigen. Also ich habe immer, Siegfried hat diese Pipi-Becher hier, die habe ich auch aus der Praxis meines Mannes. Die gibt es im Laborbedarf, gibt es aber auch. Und die stellen wir meistens in so ein Kästchen rein, damit die nicht umfallen. Es gibt nämlich im Kurs immer, der Erste, der seine Farbe umleert, der muss sich 5 Karten raussuchen, die kriegt er dann geschenkt als Trost. Gell? Als Strafe muss sein, ja. Und ihr könnt auch so kleine Marmeladenbecher nehmen, die fallen nicht ganz so leicht um. Weil, wenn wir natürlich die Hauptfarben schon angemischt haben,
dann können wir viel großzügiger arbeiten, als wenn wir uns das immer aus dem Kasten anrühren müssen. Und da ist dann natürlich fantastisch, hoppala, da sind natürlich da ist natürlich fantastisch die Tubenfarben. Wenn dann jemand kommt und so ein Kästchen hat, möglichst noch diese kleinen Kästchen, ich sage, okay, wir sehen uns dann heute Abend, wenn du die Farben angemischt hast. Nein, so gemein bin ich nicht. Ich gebe demjenigen dann von meinen Farben. Und also wenn man jetzt, ich will erstmal mit dem Mohn beginnen, euch das zu nehmen. Darf ich euch sagen, ja? Wir duzen uns ja meistens im Malkurs, ja. Also ich möchte euch mal demonstrieren, wie ich das mache. Ich habe vorhin schon, dank Harald, haben wir so einen Grauton angemischt. Also einen wunderbaren Grauton. Sieht man es da? Ja. Ist es da? Ja. Da. Tut es da? Da. Ja. Und zwar fragte jemand, sind das granulierende Farben? Ich liebe granulierende Farben. Die sind für mich Glück. Ich gebe ja diese Trickkurse auch, da, wo ich alle Finessen aus den Kursen gesammelt habe, die ich bei diesen vielen 25 Lehrer habe ich leider verschlissen. Und alles, was ich dort gelernt habe bei den Einzelnen, das habe ich in einem Trickkurs, das klingt so negativ, zusammengefasst. Und da kommt es auch, ich liebe granulierende Farben. Das sind dieses, wenn es so, einfach die Farben so wie so gebröselt sind. Und es gibt eben Farben, die granulieren mehr und weniger. Und in dem Trickkurs gibt es eine Übung, da ist eine Fläche mit diesen Grautönen, die wir an Farbe auflegen, und eine zweite, die eine föhnen wir, die eine Farbfläche, und die andere darf alleine trocknen. Und wenn man dann den Unterschied sieht, werdet ihr nie mehr ein Aquarell föhnen. Höchstens, ihr wollt Plastik malen. Aber wenn ihr einen schönen Himmel malt oder so, und das tut sich von sich aus schon so ein bisschen granulieren, das lebt. Das andere ist eine Plastikfläche. Also da werdet ihr nie mehr, also deswegen lieber aus dem Malkurs mal so durch die Straßen laufen mit eurem Aquarell, aber bitte nicht föhnen. Föhnen nur, wenn man auf das Aquarell drauf fasst, wenn ich sage, komm, ich repariere dir was und es ist schon trocken, ja, es ist trocken, dann fasse ich ganz vorsichtig drauf, sage ich, du, da ist noch leicht, dann kann man es föhnen, da passiert nichts mehr. Aber sonst, wenn das noch so am Suchen ist, dann bitte nicht föhnen. Da geht die ganze Schönheit dahin. Ja? Und jetzt tun wir mal, ich möchte euch ja diesen Mohn mal kurz demonstrieren. Da kann man es eigentlich am besten kurz. Und jetzt habe ich da Wasser reingefüllt. Und jetzt tue ich ein Grün machen. Also ihr könnt natürlich ein Grün euch nehmen. Jeder hat eine andere Vorstellung von Grün. Und zwar, schaut mal. So. Noch ein Trick. Wenn ihr eine Tube einen Auftrick kriegt, in dem einen Millimeter in die Richtung, wo er es zuschraubt, und dann aufdrehen, und schon kriegt er die Tube auf. Ja? Das war Trick 33C im Trickkurs. Keine Ahnung. Also jetzt habe ich das, ich habe das Green Gold genommen, so ein paar Würste. Da muss man eben ausprobieren. Ich habe ein bisschen Ultramarin genommen. Das ist immer das Erste, was wir in den Kursen dann, wenn wir das Thema besprochen haben. Und dann meistens nehme ich noch etwas, habe ich auch einen Pinsel? Ja. Da nehmen wir den da. Und meistens nehme ich noch ein bisschen Braunton. Auch ganz gut ist, wenn man seine Farben kennt, dass man weiß, granulieren sie. Sind sie deckend? Eigentlich sollten wir ja keine deckenden Farben nehmen. Also die zwei schlimmsten deckenden Farben ist Caput Mortuum und Indigo. Die darf man eigentlich nur mit Waffenschein benutzen.
Und schau mal, jetzt rühre ich das an und dann kann ich natürlich mit dieser Farbe anders arbeiten, als wenn ich jedes Mal das wieder nachmischen muss. Und jetzt gucke ich mal, ob mir das gefällt. Jeder hat eine andere Vorstellung von dem Grün. Und ich sage immer, misch du dir das Grün an, was dir gut tut. Nicht was mir gut tut, sondern was dir gut tut. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass man die Farbe nicht alle im Pinsel noch hat. Sehr häufig mischt man zu wenig. Und aber gleich ist soweit. Schaut mal, und dann probieren wir das aus. Also, schaut mal, dann mischt, das ist doch schon mal ein ganz schönes Grün für ein, seht ihr das? Für einen Mohn. Natürlich Rosen, für Rosen wäre es mir zu gelblich. Da würde ich mehr zum Beispiel dieses Perylengrün machen. Das ist so ein bisschen dunkleres Grün. Das wäre mir jetzt zu. Schaut mal, und ich lasse es leicht schräg. Seht ihr das? Da ist unten ein Pfützle und oben ist es, hat es eine andere Farbigkeit. Dass es, wenn ich das gerade liegen lasse, dann ist es viel gleichmäßiger. Seht ihr? Mit dem Aufziehen, da möchte ich jetzt gar nicht, es wäre wieder eine halbe Stunde vorbei. Wir wollen ein bisschen zum Malen jetzt kommen. Ich ziehe ja das Papier aus und es kommt auf und es kommt aus der österreichischen Schule. Ich glaube, Kurt Moldovan, das war der Wegbereiter also des freien Aquarells, der hat als erstes dieses aufgeleimte Papier genommen. Da kann man ja ganz dünnes Papier, also ich habe ja nur dieses 100 Gramm Papier, man kann aber auch 300 Gramm Papier aufleimen. Ich war jetzt bei dem Russen da in Wien und der hat auf diesem 300 Gramm, aber wenn der große Flächen malt, nass, wälzt sich das ja so. Und im Himmel sieht man dann immer leichte Spuren. Es zieht sich ja dann wieder glatt, aber man sieht die Spuren. Und er war fasziniert, als er gesehen hat bei mir, dass ich das aufziehe, auch das 300 Gramm kann man aufziehen und nachher wieder eben abziehen. Und jetzt kann man es probieren. Und wenn man das ausprobiert, eben kann man wunderbar auch gleich seine Blätterübungen machen. Schaut mal, sowas zum Beispiel. Und da kann man sehen, ist es in der richtigen Konsistenz. Das wäre jetzt hier zum Beispiel. So ein langes Blatt, da muss man nicht. Wenn ich zu jemandem sage, jetzt mal mir mal ein Blatt, dann geht es so los. Seht ihr? So. Und wenn wir dann das wegspritzen, dann sehen wir wenn wir das wegspritzen, dann sehen wir jeden Farbtupfer, den wir da, sondern, aber wenn wir das, oh, jetzt war ich im Falschen. Na, sowas ist ja kein Kaffee. Meistens nimmt man da auch den Kaffee dazu. Schau mal, dass man wirklich, wenn man breitere Blätter macht, kann man breitere machen. Und das wird so lange geübt im Kurs, bis es der Letzte auch kapiert hat, dass wir mit den Blättern, dass das klappt. Aber wir haben dann gleichzeitig eine Farbmischübung, ob es die richtige Konsistenz hat, wenn es zu dick wäre. Zum Beispiel bei dem hier habe ich vorhin gesagt, Harald, tu noch mehr Wasser dazu. Das war zu dick. Man sollte beim Aquarell immer noch das Papier weiß, also bei meiner Technik, das ist überhaupt nicht, andere haben ganz andere Vorstellungen. Bei meiner Technik sollte man immer noch das Papier weiß erahnen können. Und damit natürlich auch, wenn man was drüber legt, sieht man ja immer noch die unteren Schichten. Man kann 40 Schichten übereinander legen oder mehr. Man wird immer noch erahnenderweise die unterste Schicht dann sehen. Und man hat dann auch ein wunderbares Geschenkpapierband für diese Übung. Mein Mann packt seine Geschenke nur in diese Sachen ein. Und ich habe viele Leute, die haben das dann auch gerahmt, also zum Beispiel Demonstration von Tannenbäumen. Es gibt fünf verschiedene Arten, Tannenbäume zu malen.
oder Blätterübungen, das sind so Herbstblätterübungen. Mache ich euch auch gleich mal hier. Da geht es ganz gut mit dem Liner. Das ist ein Liner. Der Unterschied zwischen Schlepper und Liner. Bei einem Liner, der springt immer wieder zurück. Ein Schlepper, wenn der nass ist, der hängt so ein bisschen. Ja, das ist ein Schlepper. Da hat der Russe jetzt wunderbare Blattstrukturen in Wälder gemalt. Also man soll sowas nie wegschmeißen. Ich wollte auch längst wegschmeißen, dieses Kerlchen hier. Und dann hat mir eine Schülerin gesagt, guck mal, was man da machen kann. Das ist der beste Pinsel, dieser Fächerpinsel, um zu spritzen. Und Spritzen ist mit das Wichtigste beim Aquarell. Wenn ein Aquarell fest ist oder so ein bisschen, wir werden es gleich, ich demonstriere euch gleich, wenn so ein bisschen gemörlelt ist und ihr spritzt etwas, dann kriegt es plötzlich so eine Leichtigkeit. Man darf es aber auch nicht übertreiben, dass der Betrachter das erst auf den zweiten Blick sieht. Aber das Spritzen ist was ganz Wichtiges. Und Mara hat da auch wieder gesagt, Sauberkeit ist keine künstlerische Dimension. Ja, also das muss man sich, ja, wirklich. Sondern ihr werdet sehen nachher, was das ausmacht, was plötzlich das Spritzen, wie lauter Vögelchen oder was das. Und eben bei der Farbe nochmal darauf zurückzukommen, die Farbe sollte nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn. Aber es sollte nass genug aufgemalt werden. Als ich letztes Jahr bei dem Josef Spukwitsch in Rom war, da hat er die Farben eingeteilt in mehrere Flüssigkeitsformen. Also er hat angefangen von Wasser, das praktisch nichts drin ist, dann von Milch, dann von Joghurt und es ging dann bis zum Nutella. Und als wir dann gemalt haben in Rom, so Häuser, und ich habe die Dings drauf, um den Himmel und die Dächer zu verzahnen, sind ganz wichtig dann die Dachantennen. Und als ich die drauf gemalt habe, weil die ja weit weg sind, habe ich die ganz zart, sagt er nichts, Nutella. Wisst ihr, da kann man sich in einer Kurzform verständigen, dass die Nutella-mäßig, dass das eben, ja, dann verzahnt sich das besser. Also so kann man sich in Kurzform verständigen. Und hier würde ich sagen, ist es eigentlich ein bisschen, ja, wie Milch eigentlich. Ein bisschen wie eine Dickmilch fast schon. Aber es darf auch nicht zu wenig sein. Schaut mal, wenn ich jetzt zum Beispiel wegspritze, dieses, was zu dick war, wenn ich so drauf flatsche, ist alles weg. Wenn ich jetzt nur die Seite wegspritze, ja, seht ihr, so kann ich ganz gezielt was wegspritzen. Seht ihr? Oder wenn ich hier unten das sage, das ist jetzt noch nicht trocken genug, aber wenn ich das wegspritze, oh, das ist so schön, wenn das dann so läuft. Schaut mal, es gibt schon den Untergrund. Und wenn wir das jetzt so trocknen lassen würden, und es ist ganz trocken, da können wir da drunter unter dieses ein dunkleres Blatt setzen, unter dieses hell, seht ihr das, unter das hier, da setzt man, wenn es, aber es muss putztrocken sein. Putztrocken, versteht ihr? Auch in Norddeutschland, ja? Gut. Da setzt man ein dunkleres Blatt drunter und dann kommt das als Negativblatt nach oben. Und Dinge, die vorne sind, sollten eine Negativform haben. Vorne sollten keine Positivformen. Ein Anfänger weiß nicht so richtig, was ich da meine. Positivformen sind zum Beispiel, wenn ich sage, malt mal den Tulpenstrauß, dann werden alles, und die Tulpe, die euch am meisten herguckt, die malt ihr so fest, irgendwann muss er einen doch mal anspringen. Nein, euch springt eigentlich nur die Helligkeit an. Ich habe das vorhin erklärt, Tulpenstrauß, 50 rote Tulpen, eine weiße ganz hinten. Ihr werdet immer zu der weißen schauen. Und so ist es auch bei einem Strauß. Was ihr ganz betonen wollt, das muss hell sein.
Also das sind so Sachen, wenn man da nicht drauf hingewiesen wird, alleine tut ihr ewig rumgurgeln, weil ihr nicht wisst, wie kriege ich es denn einfach. Sag mal, und die Sauerei. Und dann kann man das hier auch mir. Und jetzt können wir da wieder was drauf. Aber jetzt tue ich euch mal demonstrieren. Ein Mohn. Ja? Also das wisst ihr jetzt, gell? Müsst ihr nicht 17 Jahre aquarellieren, ohne dass ihr das wisst. Das ist wirklich das schönste Grau, was es gibt. Und wie heißt dieser schöne Satz? Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Gell? Und jetzt muss ich mal. Siegfried hat ja Bretter aufgezogen, damit ich die nicht herschleppen musste. So, jetzt hätte ich auch noch Rot anmischen sollen, aber das mache ich nicht. Pinsel habe ich da. Also was wichtig ist, dass euer Pinsel eine schöne Spitze hat, damit ihr und schaut mal, das hier, das Tuch ist auch was ganz Wichtiges. Ich habe ein Video von einer Amerikanerin, Nita Engel heißt die, gekauft, 270 Euro. Das halbe Video putzt die ihren Tisch. Die malt auch sehr nass und die halbe Video putzt die ihren Tisch. Da hätte ich auch mal 135 Euro abziehen können. Und dann kam mir die Idee mit dem Handtuch. Und ich habe einen Schüler, der hat eine Wäscherei, 500 Angestellte. Und das werden immer daheim die Handtücher aussortiert und der tut mich immer mit ganzen Stapeln versorgen. Also, jetzt tue ich mal ein Rot auch anmischen. Also das ist Scharlachrot. Ihr solltet irgendwann wissen, wie eure Farben, ob sie deckend sind. Aber das tun wir zum Beispiel auch immer im Kurs besprechen, welche Farben sind deckend, welche sind lasierend. Das kommt dann nicht, gell? Was ich sehr liebe immer ist Lasur-Orange. Rot, rote Dächer, das ist Gift. Es gibt keine roten Dächer. Also maximal Lasur-Orange. Rote Dächer, also da draußen ist auch, aber das ist kein Rot. Aber die meisten Kinder malen rote Dächer. Gelbe Sonnengrüne, Bäume, braune Stämme, aber wenn ihr Stämme anschaut, die sind auch nicht braun, die sind braun-grau eigentlich. Und das mischen, wenn wir Wälder malen, dann mischen wir das erst vorher so lange, bis ihr wisst, was muss ich machen. Gell? Also jetzt habe ich hier mal angemischt und habe etwas, auch bei dem Rot, etwas Lasur-Orange hineingegeben. Schaut mal, und damit der Trick hier. Ich habe diese Palette und lasse das ein bisschen nach unten, tue das ein bisschen schräg und dann läuft es automatisch nach unten und sammelt hier, sich hier etwas. Und wenn ich das Grün habe, ich habe noch einen zweiten Pinsel, habe ich nicht noch so einen Liner? Ich kaufe mir noch einen. Also die sind jetzt noch hart, aber ich tue so einfach den Leim etwas. Da hat so eine spanische Pinselfirma für mich Pinsel gemacht. Das war nicht meine Idee, das war deren Idee. Die brauchten unbedingt eine Frau. Und da Die haben sie mir. Quotenfrau. Bitte? Die Quotenfrau. Ja, die hatten nur Männer. Komisch, die meisten bekannten Aquarellisten sind Männer. Die ganzen, ja. Also jetzt nehmen wir das hier. Also es ist immer gut, ihr spart sehr viel Farbe. Schminke freut sich natürlich und die anderen Firmen auch, wenn ihr immer das auswascht. Ganz besonders schlimm ist es bei Sonnenblumen. Wenn ihr da grün und gelb habt. Sobald ein bisschen grün ins Gelb hineinkommt, ist die ganze Schönheit dahin. Aber wenn ihr dann zwei Pinsel habt, könnt auch verschiedene Größen da nehmen, dann spart ihr sehr viel
Farbe, gell, Schmimmer? Ja. Und, aber wie gesagt, Schminke freut sich ja, wenn ihr das alles immer ins Waschwasser, dann habt ihr auf jeden Fall einen schönen Grauton dann am Schluss. Und jetzt machen wir mal, sag mal, ich habe auch zwei Töpfchen hier. Das hier ist ein Aquarellstift. Und zwar ist es der, ich habe keinen Vertrag mit denen, von Stabilo. Faber-Castell, alle haben sie ihre Aquarellstifte. Aber der hier von Stabilo ist für mich der beste. Aber ich kriege keine Prozente, gell? Nur dass ihr... jetzt mache ich mal... Ihr wisst ja, irgendwo muss man ja einen Schwerpunkt haben. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Dass ihr die Sachen nicht in die Mittigkeit. Mittigkeit ist was Sakrales, da kommen die Madonnen hin. Wenn wir haben, müssen wir die Mondblüte da oder da oder da oder da. Aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Schaut mal. Das ist eine. Und jetzt habe ich nicht so rumgemöllelt, habt ihr das gesehen? Jetzt nehme ich den Aquarellstift. Seht ihr, was der macht? Und zwar immer eintauchen, dann vertreibt der... Schaut mal, dann vertreibt der die Farbe und jetzt müssen wir das ein bisschen trocken lassen. Ich kann doch mal eine zweite Blüte, vielleicht so ein bisschen eine hängende machen. Ihr kennt ja diese Regel wahrscheinlich für diese chinesische Gastgeber, Diener, das sind verschiedene, die sind kleiner. Nein. Gastgeber, Gäste, die sind halb groß und dann viele kleine Diener. Dass man einen Haupt, ich würde allerdings sagen, das ist der Gast. Aber die Chinesen sagen, das ist der Gastgeber. Viele kleine Gäste und noch kleinere Diener. Da kann man so ein bisschen sich vorstellen, dass die nicht alle gleichwertig sind. Das ist ganz wichtig. Und der Gastgeber soll an einer dieser vier Punkte sitzen. Und den so übersteigern, dass er übersteigert ist, aber dass, dass der Betrachter das nicht merkt, dass er übersteigert ist. Ja? Jetzt mache ich vielleicht auch bei der Komposition, dass man den jetzt nicht auf dieselbe, so ja, hier oben so ein Öhrchen, sondern dass der dann dazwischen sitzt. Ja, dass wir noch einen machen. Der hier vielleicht dazwischen sitzt dann nachher. Jetzt muss das etwas trocknen. Wenn das ziemlich abgetrocknet ist, das Ganze, wenn es fast, wenn das den Glanz so langsam verliert, das Aquarell, dann spritzen wir weg. Und zwar ein Aquarell, wo ihr nicht seht, von vornherein, wo ist die Sonnenseite, ist sowas von stinklangweilig. Ihr geht an Aquarellen vorbei, also an gegenständlichen Aquarellen, nicht die abstrakten. Die sind ja eh zweidimensional im Grunde. Ihr geht an Aquarellen vorbei, die sind toll gemacht, aber ja... Gut, sagt er. Und plötzlich ist da eins, da ist gar nicht viel drauf, aber da ist Licht und Schatten. Und sobald Licht und Schatten drauf ist, ist eure Seele berührt. Das ist unglaublich. Und deswegen ein Aquarell, wo nicht Licht und Schatten, auch wenn es nebelig ist, ihr habt sicher auch im Herbst dieses diesige, auch da kann man erahnen, wo kommt schlussendlich die
die Sonne her? Wo bricht sie irgendwann wieder durch? Und sobald es in eurem Aquarell drin ist, berührt es die Seelen der anderen. Also immer überlegen, und das ist immer im Kurs meine Frage, wo kommt dein Licht her? Und dann, wo habe ich denn jetzt meinen Stift? Siegfried, wir brauchen Assistenten. Wo ist der Bleistift? Bitte? Ihr habt doch einen Stift. Der Kandidat hat zwei Punkte. Ja, also ich sage meistens dort, wo mehr Platz ist, da lasse ich meistens das Licht herkommen. Und da bitte ich auch immer meine Teilnehmer, dass sie den Pfeil hinmachen. Dann hat man das automatisch im Kopf. Und dann würde ich natürlich dann nachher da oben das wegspritzen oder hier was wegspritzen. Oder hier, obwohl dieses hier, dieses ist ja, das ist ja nicht so, sondern es ist so. Also wenn das Licht dann von da kommt, dann ist ja da Schatten. Also muss ich die Gegenseite wegspritzen. Versteht ihr das? Wenn die Blüte so ist, dann ist hier drin Schatten. Und da muss ich nicht das wegspritzen, sondern die Gegenseite. Diese Seite, das ist die Sonnenseite dann. Ja? Okay. Oh Gott, wir sind schon so im Verzug. Jetzt habe ich diese grüne Farbe. Und dann vorher, bevor wir eben anfangen, tun wir die Stängel üben. Schaut mal, wo schnappe ich das Kerlchen her? Ich schnapp's ganz vorne. So viele Lehrer sagen, jetzt schnappt es mal, jetzt kommen die Stängel und jetzt wird es hinten da hochgezittert, wie so ein Zitteraal. Ihr habt keine Spannung drin. Ihr kriegt die Spannung nur, wenn ihr das Kerlchen vorne schnappt. Schaut mal, wenn ich hier so hier ganz hinten, ich bemühe mich ja, es gibt immer was Zittriges. Ich habe es jetzt nicht extra gemacht, aber wenn ihr das zum Beispiel zack, 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 zack. Man kann nur so weit denken. Das war blöd hier, um nicht zu sagen, saublöd. Wenn man ein Schwämmchen hat, kann man das auch wunderbar wieder rausnehmen hier. Das Papier hat eben den Vorteil, dass die Farbe nicht so tief einsinkt in diesem ganz, vor allem in dem Satinata-Papier, sackt es so ein, in diesem ganz teuren, dass man nichts mehr rausnehmen kann. Hier könnte ich das jetzt ganz rausnehmen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich sonst hier feucht habe. Ich mache jetzt nur mal ein paar Stängel durch. Ich mache mal ein Blatt, auch diese Pins, und das üben wir eben vorne so ein bisschen auf und dann werden wir dünner und können ganz dünne Sachen machen. Die Sachen geballt, auch wenn ihr einen Zaun malt. Nicht alle 99 im, wie heißt denn dieser Winkel in Lübeck, gibt es doch so einen Malerwinkel. Auch nicht alle 99 Zäune im Malerwinkel malen. Ihr malt mal 5, ihr malt mal 3, ihr malt mal nur einen halben. Immer so malen, dass die Leute sofort hinrennen und gucken, ob ihr Zaun wirklich so kaputt ist. Oder eben wegspritzen teilweise, dass es
immer so bündeln was, also nie so perfekt malen, sondern immer noch die Illusionen. Aquarell soll was Illusionistisches sein, soll was, soll Illusionen erzeugen. Schaut mal, ich habe ganz speziell jetzt diese Gräser auch mit hineingegeben. Und was ganz wichtig ist, Überschneidungen. Das fällt uns braven Frauen ja so schwer. Männer, das können wir ja behaupten, Männer sind ja nicht so viele da. Männer fällt es viel einfacher, drüber zu malen. Und ja nicht hier aufhören und dann hier wieder weitermalen, sondern immer drüber malen. Ja, und jetzt, wir könnten aber auch das dann nachher als eine nehmen, die sich schon so überbogen hat. Jetzt brauche ich wieder den schwarzen Stift hier. Dann ist das so eine Blüte, wisst ihr, die sich so überbogen hat, wo nachher dieser Pips hier rauskommt. Schaut mal, da kann ich das hier oben... Kennt ihr den, nicht Andreas Felger, den, ach, wie heißt der, der so ganz abstrakte Blumen gemalt hat? Koller, ja, Oskar Koller. Das wäre jetzt schon hier ein Bild, was schon 1700 Euro kosten würde, ja. Ja. Nein, ich meine, schaut mal, was das dann Schönes gibt, da noch ein paar Einzelheiten dran. Und nachher tun wir die Sachen etwas wegspritzen, nur... das geht jetzt noch nicht. Wenn ich es jetzt mache, löst sich das ganz auf. Und die Gefahr ist, dass man die Sachen zu früh wegspritzt. Dann bleibt nicht viel. Ihr müsst vorstellen, es ist eine aufgemischte Farbmischung dann. Und das möchte ja trocknen. Und es trocknet jetzt von außen langsam an. Und innen ist meistens noch Wasser. Und hier kann man sehen. Schaut mal, das kommt jetzt so langsam in den Zustand, dieses da. Das kommt langsam in den Zustand, wo man schon was wegspritzen könnte. Jetzt ist außen hier schon das angetrocknet, so langsam. Und wenn ich das jetzt anspritze, dann bleibt ein Glasrändchen. Das sind die Pigmente, die außen schon trocken sind. Die bleiben stehen. Und ich habe gerade drüben mit jemandem gesprochen, mit einem Herrn, der hat nachgefragt. Und ich sage, das sind diese Farbpigmente, das habe ich nicht gemalt, diese Außenrand. Das hat das Wasser, das ist der Trockenrand quasi. Und damit kann man spielen. Jetzt tue ich das mal. Schaut mal, seht ihr das? Das ist dieser Trockenrand. Und das kann man nicht malen. Und damit wäre das quasi, dass da das Licht herkommt. Und damit kann man spielen. Oder hier wäre noch in der Mitte, wo die Farbe sich noch nicht festkrallen kann, da entsteht Helligkeit. Und das andere sind ich spreche immer von den Glasrändchen. Aber wenn man das zu früh macht, verschwinden die. Meistens macht man es zu früh. Das sind so Spielübungen. Ich spreche immer von den Saftmann-Übungen. Bei uns kommt der Saftmann einmal in der Woche. Und da weiß ich nicht, kommt der 5 Minuten vor 4 oder 5 Minuten nach 4. Und in der Zeit mache ich solche Saftmann-Übungen. Das sind so Übungen, wo man ausprobieren kann. Aber meistens war er da, dann haben wir noch ein Schwätzle gemacht und wenn ich dann wieder hochkomme, ist es auch wieder zu spät. Also, oder wenn bei uns, mein Mann ist auch Rentner jetzt, wenn bei uns um 12 nichts in der Küche rappelt, dann geht er und kocht und ich mal da. Und dann komme ich gerade an so eine Stelle, wo ich denke, 10 Minuten und dann muss ich wegspritzen. Dann ruft er, du kannst essen kommen. Da kann ich natürlich nicht sagen, ich komme jetzt nicht. Aber wenn ich hochkomme, ist es zu spät. Also deswegen, im Trickkurs ist der erste Punkt, wo dran steht, ein dickes Schild, bitte nicht stören. Das ist so, als ob ihr beim Zahnarzt seid, da könnt ihr auch nicht.
Und also seht ihr, wie schön sowas wie aufgelöst ist und wie da sich was bildet. So langsam kann ich hier jetzt auch schon was wegspritzen. Da oben noch nicht, aber schaut mal unten, das hier, das könnte ich jetzt vielleicht schon mal ein bisschen wegspritzen. Ja, ein Glasränzchen, schaut mal. Ist das nicht schön? Da kommt doch jetzt die Sonne drauf, vielleicht einen ganzen Schuss zu früh. Aber schaut mal, ist das nicht herrlich, wenn man da die Leichtigkeit des Seins, ich weiß nicht, ob man es da so sieht, aber hier sieht man, ihr seht es ganz gut hier, gell? Vielleicht einen Schuss noch zu früh oder auch hier, dass wir jetzt Sauerei machen und jetzt können wir auch mal mit unserem Kerlchen hier, Fächerpinsel, bitte, den Fächerpinsel, seht ihr ihn? Wo? Bitte, danke. Schreit nicht. Schaut mal, wenn ich jetzt den Fächerpinsel nehme und da etwas spritze, dann bringt es etwas Leichtigkeit. Das ist anders, als wenn es nicht gewesen wäre. Aber nicht übertreiben, so dass man es hinterher gar nicht so genau sieht. Aber wenn ich jetzt hier oben spritze, ist es noch zu nass. Ja? Also da muss ich jetzt leider noch warten. Ich will euch noch was anderes. Schaut mal. Ich komme jetzt gerade aus den Bergen. Siegfried war da auch schon dabei. Ich glaube, das hier ist besser hier. Schaut mal, Gletscher, Pitzpalü, Pitzpalü, ja, das ist der Pitzpalü, das ist ein Gletscher. Am Anfang steht man da und denkt, Herrgott, wie mache ich denn das? Wüsstet ihr, wie man das malt? Nein? Also, man rührt sich eine Farbe an. Also wir fahren da mit der Rätischen Bahn hinauf auf den Gletscher und steigen dann hinauf und oben gibt es dann Steinpilze mit Polenta und vom Hüttenwirt und so. Und dazwischen malen wir. Und dann erkläre ich das. Also diese Rüfen hier, die tun wir spritzend erarbeiten. Die Zwischenteile hier, seht ihr das? Die Zwischenteile, die rollen wir, dass wir mit dem Pinsel nicht nur die Farbe auflegen, sondern rollen. Dann haben wir schon die Querstrukturen. Da oben, auf dem, man sieht es jetzt nicht so deutlich, ist eigentlich ein bisschen Schmutz drauf. Das sieht jetzt so sauber aus, aber dieser Schmutz hier oben, den kann man dann mit dem Schmutzwasser, das Schmutzwasser nie wegtun, das ist was ganz Kostbares. Da spritzen wir oben drauf. Ich will es mal ganz kurz, Tupfer bitte, Tätschel mir mal einreichen. Danke. Ich habe früher in der Praxis bei meinem Mann gearbeitet und habe da die neurophysiologische Abteilung geleitet, also EEGs und sowas gemacht. Und da hieß es immer Tupfer. Heute sage ich zu meinem Mann bitte, Tupfer bitte. Er macht es aber auch ganz brav, ja. Und also ich habe das hier, diesen Gletscher. Nur mal, also ich tue da überhaupt keinen. Das sind diese Rüfen hier rechts und links runter. Da oben ist der Sattel da von dem Pitzpalü und da ist etwas quer gespritzt, da kann man auch ein bisschen rollen, dann aber vor allem hier, da gehen ja so Bächlein runter. Ich sehe mich noch das erste Mal, ich war mit dem Malkollegen da oben, wir haben auf der Hütte übernachtet und dann, ich dachte, das kriege ich nie aufs Papier, Häuser ja, Blumen ja, aber wie kriege ich denn so einen Gletscher drauf? Also ich will es jetzt nur mal andenken. Schaut mal, da würde ich, also wenn ihr das so angerührt habt, ist immer wichtig, dass ihr es wieder umrührt.
Dann tue ich das hier rein, schütten. Und wenn es mir zu braun ist, ich bin ja mit der Farbe nicht verheiratet, dann kann ich zum Beispiel ein bisschen Ultramarin, dass es nicht zu, ich kann da variieren, aber ich habe im Grunde immer die Grundfarbe. Also wenn ihr das jedes Mal wieder neu anmischt, dann kriegt ihr kein harmonisches Bild. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Wenn ihr spritzt, dann sollte es möglichst nicht an der Wand dort landen. Ich habe bei meinem ersten Spritzen 8 Meter weiter einer Kollegin aufs Bild was gespritzt. Der Kurs war für sie und für mich gelaufen. Ich habe sehr viele Sand-Acryl-Bilder gemacht, so mit Aschepigment. Und habe ich 8 Meter, und zwar habe ich gepunkt wie ein Maikäfer. Wenn ihr spritzt, als ob ihr ein Fieberthermometer, schaut mal, als ob ihr ein Fieberthermometer runter, da oben, der Oberarm ist ganz, ganz ruhig. Seht ihr? Und dann ein bisschen kristallin das Spritzen. Seht ihr? Dass das nicht nur solche gleichen Striemen sind, sondern, und dann nehme ich ganz die Hand hier und verziehe das so ganz ein bisschen. Ganz wichtig, dass ihr ganz vorsichtig, und ich sage immer, als ob ihr bei einem Enkelkind oder bei den Kindern den Kinderpopo, der wund ist, eincremt. Dass das, und wenn es jetzt euch zu grau ist, dann könnt ihr ja irgendeinen Braunton nehmen und da wieder reinspritzen. Da ist jetzt eigentlich nichts Gemaltes. Und trotzdem kriegt ihr die Struktur von der einen Gletscherseite. Ja? Und das Gleiche von der anderen. Und von dem Zwischending hier, die Bächlein könnte man aussparen. Mit Ruppelkrepp. Aber wenn ihr auf 2200 Meter seid, ist die Sonne so heiß, dass die so brennt, dass euch der Ruppelkrepp da reinbrennt. Sehr viel besser ist es, wenn ihr ein Stück Papier habt. Ich mache jetzt hier mal ein Stückchen ab, dann könnt ihr das gleich mal sehen, wie man das abmacht hier. Schaut mal, so kann man das abmachen, das Papier, ja? Und wenn ihr das Papier habt und dann zum Beispiel so eine Form rein schneidet von so einem Gletscherbächlein, und ihr macht es jetzt hemmungslos so und tut dann nachher das wieder mit dem Stricken. 22D. Nein, so könnt ihr das Gletscher, ihr seht es hier, das könnt ihr wieder dann rausholen. Das ist sehr viel besser, als wenn ihr das jetzt partiell nur macht. Und ihr tut jetzt rollen ich tue es hier nochmal euch vorhalten. Ihr tut jetzt dieses ganz leicht hier rüberrollen. Und dann entstehen Strukturen, die könnt ihr gar nicht so malen. Ja? Und dann vielleicht noch ein bisschen diese Querrüfen da. Und da hätten wir ganz schnell. Jetzt tun wir noch ein bisschen im Braun. Also auch hier wieder, das ist mehr die Schattenseite. Also tun wir ruhig noch ein bisschen Dunkelheit rein. Und dann machen wir die andere ein bisschen freundlicher. Und immer aber mit derselben Farbigkeit. Ich tue jetzt in unseren Kasten hier,
Und achten, gell? Nicht 8 Meter weiter. Und dann mit den Händen, so kann man nämlich auch, und jetzt so ganz vorsichtig diese Rüben verziehen und noch ein bisschen wärmer machen. Und schon haben wir eine Struktur und dann können wir hier die nächsten Absätze von den nächsten Bächlein könnte man auch wieder reinrollen, aber dazu sollte das wieder trocken sein. Und dann eben oben dann den Himmel und schon hätten wir ein wunderbares, wenn wir den Himmel auch auftragen, einmal drüber und dann ist aber auch Feierabend. Schaut mal. So, und jetzt können wir das eben laufen lassen und wieder Wasser. Meine erste, allererste Mallehrerin, die war Albini Dobelli aus Mailand, die rannte immer rum und schrie, Moldakwa, Moldakwa, viel, viel Wasser. Also, weil man einfach, sag mal, und jetzt kann man, wenn man es intensiver will, tut man noch reinspritzen. Und wenn es einem dann zu blau wäre, könnte man auch weiß nehmen. Hier wieder ein bisschen weiß mit rein, dass es nicht so quietscheblau ist. Und schon hätte man, wenn ich das ordentlicher und trocknen lassen will, hätte man ein sehr schönes Bergbild. Eine andere Sache noch, ist immer noch zu nass. Darf ich noch mal sagen? Wir brauchen Assistenten. Tupfer bitte. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Bitte? Brennen. Ach, ich habe auch schon mal auf so einem weißen Brett gemalt, bis ich dachte, es reagiert ja so komisch. Wirklich ohne Spaß. Und bis ich gemerkt habe, das ist ja gar nicht bezogen. Ja, ja. Und jetzt, schaut mal, dann sind wir in den Bergen. Dann haben wir hinten die Berge. Aber mir geht es jetzt um die Wiese. Egal, ob ihr einen Birkenhain habt oder ob ihr Wiesen habt, das sind ja nicht angestrichene Flächen. Und da ist genau das Gleiche mit dem, was ich euch gesagt habe. Also hier ist es zum Beispiel so, dass es hinten eine geschlossene Fläche ist und vorne, dass wir da erstmal eine Struktur machen. Wir kriegen das wie beim Himmel. Beim Himmel sind die Wolken unten klein und dann werden nach oben immer größer. Das habt ihr diese herrlichen Wolkenhimmel hier. Gell? Unten kleine Wolken und oben sind die Wolken größer. Und beim Meer wäre es umgekehrt. Da sind die kleinen Wellen hinten und die großen Wellen sind vorne. Und ihr kriegt nur die Perspektive rein, indem ihr das so macht. Hinten kleine Wellen und nach vorne die größeren. Und beim Himmel eben umgekehrt. Und bei der Wiese ist im Grunde genau das Gleiche. Hinten ist es dann eng und schmal und vorne sind die, eine Wiese ist ja nicht so ein Rasen, der irgendwo angelegt ist, sondern so in den Bergen so eine Wiese oder auch sonst, ist es ja, ist Bewegung in der Wiese oder ihr habt einen Birkenhain, da ist es auch nicht so eine gerade Fläche, sondern es ist Bewegung drin. Und da ist genau das Gleiche, schaut mal, dass ihr da das auch nehmt und so spritzt. Also ihr habt ja gedacht, ihr seid im Aquarellkurs, im Malkurs, gell? Aber
damit könnt ihr, ihr könnt natürlich das nachher, wenn das dann nachher trocken ist, schaut mal, auch jetzt machen wir es hier, tun wir es vorne größer lassen. Es sollen immer Fischchen sein, wie Fischchen, wie eine Fischform. Wenn ich da so eine gerade Form rund habe, ist was Mechanisches, gibt es nicht in der Natur. Es sind immer diese Fischformen. Und dass es hinten kleinere Fischchen sind, seht ihr? Und dass sie dann so klein werden, dass es am Schluss ganz geschlossen ist. Das ist wie die Perspektive, wenn ihr eine Allee habt mit den Bäumen. Am Anfang ist der Abstand bei den Bäumen groß, dann wird es kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und am Schluss gehen sie ganz zusammen. Also die, wisst ihr, von was ich rede? Ja. Und so ist es hier auch am Schluss. Aber dass wir dann kleine Fischchen, damit kriegen wir die Perspektive rein. Und so können wir natürlich, und vorne sind die Fische größer, aber wenn's, schau mal, diese Form hier, die ist absolut mechanisch, ja? Aber wenn ich da eine Fischform draus mache, schon tut sich's Und das wären jetzt, so würde ich es natürlich nicht lassen. Ich würde das jetzt trocknen lassen. Ich würde sogar hinten etwas einbläuen. Schaut mal, und dann klares Wasser, dass es fließt. Dass es hinten blauer ist. Und wenn ihr so nass malt auf einem nicht aufgezogenen Papier, ja, so kriegt ihr schon durch die Farbe, das ist die, ihr kriegt durch, also kalte Farben hinten, warme Farben vorne. Und wenn ich das hinten so etwas bläulicher mache, damit kriege ich schon die Tiefe ins Bild. Und zusätzlich durch die kleineren Fischformen hier. Dann weiß man automatisch, aha, vorne ist größer, hinten ist kleiner. Man könnte das fast schon auch dann, wenn man das umdrehen würde, also ein Wolkenhimmel, ich weiß, der ist sicher auch in Norddeutschland nicht grün, aber wenn man das umdrehen würde, könnte man das schon fast als Wolkenhimmel auch durchgehen lassen. Aber wenn das jetzt ganz trocken ist, dann würde ich nochmal eine zarte Lasur ganz grün drüber legen. Und da könnte man natürlich dann die Birken draufsetzen und dass das nie so eine gerade, also wie gesagt, das Wasser, die Farbe soll malen. Und ihr dürft dann schon das überlassieren, das ist dann schon gemalt. Aber durch diese Spritzerei kriegt man so viel Leichtigkeit, so viel Bewegung rein. Das ist nicht so wirklich dieses Gemölelet, ja? Dass es nicht so angestrichen ist, sondern diese Freiheit. Oder wenn ich jetzt sage, auch mit den Wolken, schaut mal, auch da, und durch dieses Spielen kriegt man ganz schnell diese Leichtigkeit des Malens, dass man sich was zutraut. Und also
ich habe auf meiner Homepage auch stehen, wir haben verlernt zu spielen. Wir sind ergebnisorientiert. Wir wollen immer ein Bild produzieren, jeden Tag möglichst. Und am Vormittag eins und am Nachmittag eins. Wir haben verlernt, so rum zu spielen. Und durch dieses Spielen kriegen wir eine Leichtigkeit. Und sobald wir, oder zum Beispiel, wenn ihr ein Auftragswerk habt, ihr wisst, wie schwer das ist, wenn wir jetzt Heckenrosen für irgendjemanden malen sollen. Die entstehen manchmal, die Bilder, viel eher, als dass ihr alleine arbeitet, indem ihr durch Spielereien, schaut mal, und dass wir das jetzt schon anlösen, wenn es ein bisschen Struktur gegeben hat. Wenn es zu dicht geworden ist, auch hinten, können wir natürlich auch mit dem Tempo ganz dolle Strukturen reinmachen, noch kleinere Strukturen wieder. Und dass wir jetzt eigentlich schon, wisst ihr, auch da, dass wir da Strukturen, oder wenn es vorne zu dicht geworden ist, kann man da auch wieder was reinmachen mit dem Tempo. Also die Tempos sind nicht zum Weinen im Kurs da, sondern damit wir Strukturen hier reinbringen. Oder wenn euch mal zu viel Farbe zum Beispiel, auch da, dass wir Farbe ganz leicht so gegenstreichen. Ja? Dass wir die Farbe wegnehmen, so ganz leicht gegenstreifen. Oder auch hier diese Zirruswolken mal reinmachen können. Auch dafür ist es wunderbar. Und wenn ihr da so Küchenpapier, da habt ihr ja immer andere Struktur. Deswegen bitte ich immer, dass man das zusammenlässt und dann, um da wieder was reinzunehmen. Ja, und jetzt hoffe ich, nee, das ist immer noch, wenn man so lang braucht es dann. Und trotzdem tun wir es jetzt mal da oben. Sonne, das Licht, haben wir ja gesagt, kommt von da. Das ist automatisch, das ist immer so unterm Tisch, so geht manchmal jemand vorbei, verstellt mir die Düse, dann gibt es ganz harte Striemen und dann entstehen keine sehr schönen Strukturen. Schau mal, auch da ist jetzt wieder schon, es ist noch zu früh, aber auch da entsteht ein Glasrändchen. Oder wir haben gesagt, auch da, seht ihr? Oder hier drauf. Aber es ist noch zu früh. Und deswegen hat diese Art zu malen ist nichts für einen 2-Stunden-Kurs. Sondern eigentlich braucht man da mindestens 3-4 Stunden, um das auch erklären zu können. Aber ihr seht hier schon, sind auch Rändchen entstanden. Und dann ist da wäre die Sonne. Jetzt würden wir das hier abtrocknen und wenn es uns zu viel ist, können wir, wie gesagt, wieder ein Tempo nehmen und ein bisschen gegenstreichen hier. Und nachher haben wir schon eine Verbindung von den ganzen Blüten. Das ist nicht mehr, da kann man natürlich dann so einen ganzen Wust dann aufbauen. Aber manchmal ist am allerschönsten, wenn da wirklich nur Einzelne sind. Und wir könnten jetzt da drunter wieder negativ oder eben eine dunklere, wenn hier eine Helligkeit ist, kann ich da wieder eine dunklere Blüte drunter setzen. Aber dazu muss es putz trocken sein. Und auch das hier wäre mir zu hart. Da würde ich auch das hier wieder auflösen oder das hier. Schau mal, und da ist es inzwischen auch ein Glasrändchen entstanden. Und dann kriegen wir langsam die Leichtigkeit des Seins. Ja, wie ist es mit der Zeit? Oh, wir sind schon etwas drüber. Ja, okay. Also das war mal ein kleiner Überblick.